Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Einstieg hat Herr Walter fast 1:1 so gemacht, deswegen lasse ich ihn jetzt weg. Ich wollte sagen, die Tage werden kürzer, die Nächte werden kälter. Nein, ich sage Ihnen trotzdem, die Preissteigerungen der letzten Monate im Energiebereich, insbesondere bei Strom, Gas und Benzin, sind deshalb in der Tat alarmierend. Energie ist kein Luxus, haben wir auch schon gerade gehört, und niemand sollte gezwungen sein, in der kalten Wohnung zu sitzen oder aus Angst vor der Stromrechnung das Licht auszulassen. Da stimme ich den Kolleginnen und Kollegen der Linken absolut zu. Für die jetzt rasant gesteigenden Energiepreise sind vor allem folgende Gründe ausschlaggebend. Wirtschaftliche Erholungseffekte treiben die Nachfrage nach Rohöl und Gas und damit die Preise dafür in die Höhe. Gas wird am freien Markt gehandelt und unterliegt damit großen Preisschwankungen und wird zudem vor allem von Russland bei Gaslieferungen nach Deutschland verknappt. Und ja, auch die eingeführte CO2-Bepreisung wirkt sich auf Industrien und die Energieproduktion aus. Trotz dieser Entwicklung ist jedoch auch positiv zu erwähnen, dass es 2020 seltener zu Strom- und Gassperren kam. 2020 waren bundesweit 230.000 Haushalte von Stromsperren betroffen, immerhin 20% weniger als im Jahr zuvor. Und bei der Gaszufuhr, die wurde 24.000 Haushalten in Deutschland gesperrt, auch etwa 22% weniger als im Vorjahr. Tatsächlich sind damit die absoluten Zahlen von Strom- und Gassperren seit einigen Jahren rückläufig, doch das Problem bleibt natürlich. Und bereits im August diskutierten wir hier im Landtag das Thema Energiearmut. Ich verwies damals auf die vielfältigen, meist kostenfreien Hilfs- und Beratungsangebote unserer Verbraucherzentrale. Zudem zeichneten sich bereits damals auf Bundesebene weitreichende Verbesserungen für Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Grundversorgung mit Strom und Gas ab, die nun beschlossen sind. Die, schöner Titel, Verordnung zur Anpassung der Stromgrundversorgung und Gasgrundversorgung an unionsrechtliche Vorgaben, wurde am 5. November vom Bundesrat beschlossen. Sie stärkt deutlich Verbraucherrechte und legt Grundversorgern zusätzliche Pflichten auf. Mit dem Ziel, Strom- und Gassperren zu verhindern, gelten künftig verbesserte Regelungen in Bezug auf Stromrechnungen, Verbrauchsermittlungen bei Verträgen und Tarifwechseln. Es bleibt natürlich dabei, dass in erster Linie die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst sowie die Energieversorger dafür verantwortlich sind, Energiesperren zu verhindern. Doch die Politik hat in den letzten Monaten reagiert, zum einen auf die Corona-Krise, zum anderen auf die steigenden Energiepreise. Erstens, durch Corona in finanzielle Notlage geratene Bürgerinnen und Bürger konnten im letzten Jahr vom sogenannten Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch machen. So konnten Gas- und Stromsperren verhindert werden, Zahlungen durften gestundet werden. Und möglicherweise war auch dieses Leistungsverweigerungsrecht mit ein Grund dafür, dass im letzten Jahr die Statistik zurückgegangen ist. Zweitens, im Rahmen der Kosten der Unterkunft und Heizung werden steigende Heizkosten für Personen übernommen, die Grundsicherung oder Sozialhilfe beziehen. Allerdings, das ist richtig, die notwendige Überarbeitung des Regelsatzes ist an der Stelle noch nicht da, wo wir hinwollen, und die stetig steigenden Energiepreise müssen hier künftig besser ausgeglichen werden. Drittens, als Ausgleich für die CO2-Bepreisung wurde unter anderem das Wohngeld erhöht. Das sind schon einige Maßnahmen, die helfen. Nun hat die EU-Kommission eine Reihe weiterer beihilferechtlich machbarer Sofortmaßnahmen zusammengetragen, die auch in Deutschland umgesetzt werden könnten. Zum Beispiel eine im Notfall greifende Einkommensunterstützung für von Energiearmut betroffene Menschen, zum Beispiel durch Gutscheine oder teilweise Begleichung von Energierechnungen, die Genehmigung von Zahlungsaufschüben für Energierechnungen, die Einführung vorübergehender gezielter Senkungen der Steuersätze für schutzbedürftige Haushalte oder auch Hilfen für Unternehmen oder Industriezweige im Einklang mit dem EU-Beihilferecht. Solche Entlastungen sind auch Gegenstand der gegenwärtigen Koalitionsverhandlungen im Bund. Die SPD-Fraktion im Bundestag deutete in der letzten Woche an, dass ein Energiekostenzuschuss, zum Beispiel nach französischem Vorbild, eine mögliche Option und kurzfristige Hilfsmaßnahme sein könnte. Nächste Woche soll nun der Koalitionsvertrag stehen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass SPD, Grüne und FDP dann auch Aussagen zum Umgang mit den durch die Decke gehenden Energiepreisen machen werden. Unter anderem mit dem Potsdamer Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der Spitzenkandidatin der Grünen Annalena Baerbock oder unserem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke in der Koalitionsverhandlungsgruppe Klima, Energie und Transformation sowie mit all unseren Bundestagsabgeordneten haben wir starke Stimmen in Berlin. Ich bin sicher, dass Brandenburgs Interessen gut vertreten werden. Einen zusätzlichen Handlungsauftrag seitens des Landtages braucht es deshalb nicht. Den Antrag der Linken lehnen wir ab. Vielen Dank.